Hallo und herzlich willkommen zurück zu Senua's Saga Hellblade 2 und dem Beagle. Psalla, ihr könnt die Maus sehen, so jetzt nicht mehr. Tja, ich krieg's einfach nicht hin, ohne dass ich ins Menü gehe. So, ich dachte mir nämlich gestern schon, dass hier bestimmt was kommt, wenn die hier so ready stehen. Wait, is this Jarnvidr? What? They're scared. We shouldn't go through here. No. Why not? What is this place? Why? Those who enter here don't always come back. What does he mean? Well, we could go around it. We would need to backtrack. And it would add a day or two to the journey. More than a day or two if we're dead. This is the path we need to take. She's not listening to us. I'll lead you through. All right. She's so sure. How can you be so sure? Let's go. He is with you. The others will not follow. And after you. Lead the way. Gott, das, wie gesagt, das ist so Charakterentwicklung, die wir nicht mitbekommen haben. Sehr schade, wirklich schade. Wir können nicht nachvollziehen, warum die jetzt auf einmal so trustful sind. Oh Gott, was zieht das gerade so? Jetzt nicht mehr, komisch. Ach, das ist mit der Qualität und so, ich verstehe das nicht. Changed how? What does that mean? Changed how? Fearful. Scattered. Like they left something behind. They left their souls behind. Don't lose your soul, Senua. No. Vögel, nur Vögel. Lass ich doch nach einem validen Weg aus, um nichts zu finden. Okay. Ja. Die ist hier Sag mal, was machst du da, Estre, oder wie du auch immer da heißt? Die anderen beiden sind hier lang gegangen. Warum seid ihr da lang gegangen, Kumpelodus? Warum? Weil ihr Männer immer einen anderen Weg gehen müsst als die Frau? You don't know what's in here. I can feel their fear. You've been here before. A night forest. A haunted place. You know what to do. Schon wieder eine Abzweigung. Okay. There is no way through. We have to go doch, man kann rechts und links gehen. Also so gibt's schon durchaus einen Weg dadurch. Aber macht euch nicht die Mühe, ich mach das schon für euch. Ich mach das schon für euch. Anscheinend ist Selbstdenken nicht eure Stärke, auch wenn ihr gerne versucht, Senua klein zu halten. Hier. Weapons will not help you here. Your sword is no good. Keep steady. Try not to jump at shadows. What do you know of shadows? We know. Ich glaube, dass die Stimmen in unserem Kopf schon durchaus sarkastisch you found a way through. Yes. Kommentieren, wenn das Mansplaining wieder losgeht. Do you hear that? What? Something is following what us. What is here? Just alongside. Listen. Thurgistor ist irgendwie derjenige, der uns bis jetzt am wenigsten gemansplained hat. I hear it again. She is terrified. Shh. Listen. Why can't I see it? Wait, there. Above us. What is that? Alter, halt die Schnauze und komm mit. Let's keep going. Wir haben schon so viel Schlimmeres, einschließlich unserer Stimmen im Kopf gehört. Was? Wir sind hier noch nicht vor... Nein, nein, nein. Alles gut. Oh, wir laufen wirklich im Kreis. Shit. Ups. Wait, jetzt sind sie weg? Weil die nicht hören konnten, Leute. Weil die nicht hören konnten. Oh, ist unser Vater wieder da? Now you have to find her. I can't find you. She's gone. Gone forever. She's dead because of you. Dead. Did they turn back or? Oh Gott, warum sind denn jetzt wieder alle Stimmen gegen mich? Where are you? You brought them here. Ich wusste es. Kaum ist es ein bisschen schwieriger, kommt der Vater raus aus seinen Löchern. They followed you. Doomed to die alone in
business. Ach, Schnauze, Kumpel, Schnauze. Or crawl out, cowering, witless shadow. He is the shadow. You bring death with you, Senua. He will follow you. You brought them here to die. Nein. Und man stirbt, wenn man den Weg nicht schnell genug findet. Das wäre ein bisschen. They trusted you. You shouldn't have. You led them to their death. How could you? Ich habe aber jetzt irgendwie schon Bock, den ersten Teil zu spielen. Das ist vielleicht genau die Inspiration, die ich brauchte, um Hellblade anzugehen. Ich hatte es ja schon mal nach God of War angefangen. Muss aber wo? Hab ich den Jumpscare jetzt verpasst? Na gut. Ich habe den Fehler gemacht, es direkt nach God of War zu machen. Astrid is alive. She's safe. You have. Und dagegen ist die Steuerung natürlich sehr träge, ne? Why can't she see you? Senua, is that you? She's terrified. So lost. I thought I'd lost you. I'm here. Where are the others? I don't know. I don't know. I turned around and you were all gone. She's what is happening? There are voices at the edge of hearing and movement all around. You understand this? Figures in the shadows. You know what that's like. You know it. I think I see them in the trees, but when I look again, there's nothing there. You can help her. Her fear. It makes her see what isn't there. I'll have to swear at you. Don't let it rule your mind. That's it. I can fight things I can see. Yes. Things that bleed when struck with a spear. I'm lost here. She's changed. I know how you feel. We know. Believe me. We understand. But we have to keep going. We understand. Stay strong, Astrid. I will get you through this. She can help her. You yes. can help her. Yes. Get, her, get her out of here. Tja, wenn auf einmal die Psychose auf einmal zum Future und nicht zur Last wird, ne? Weil für sie nur ist das ja wirklich alles Kinderkacke. Die hat die Stimmen oft genug in ihrem Kopf. Das tun ihre Stimmen tagtäglich, Astro oder wie auch immer du heißt. Ja, dann folge dem Weg und wir sehen uns. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und nicht vom Weg abkommen. Ich lasse meine Kamera jetzt mal kurz aus. Mal wieder. Ach komm, stimmt, haltet die Schnauze. Wisst ihr, wenn unter den 10 Stimmen halt wenigstens eine Stimme wäre, die ihr sagen würde, schnauzelt ihr anderen Stimmen. Aber hat sie ja auch nicht, ne? Ey, Fagruma, Mr. Mansplainer. Senor. Senor, is that you? Jetzt heulst du nach mir. He is different, changed. There's a fog around me. Yes. Before my eyes. He can't see. What that's like. Inside my head. He has lost himself. Lost himself to the darkness. He can't stay here. I slipping away. I tried to have faith. You need more than faith. To keep them from falling apart. There's something dark in this place. Darkness. He sees it. And through it. Rotten and tainted. His own darkness. Help him. Help him. You are Fargrima. Wondrous mask. Yes, tell him. Who can tell find him. His way anywhere. Can see the light in anything. He saw the light in you. He saw it. And it grows dark now. And I cannot see the way. Help him. He helped you. I'm lost here. You were lost and he helped you. Follow the sound of the river. I will find you. He is fading. You have to get him out of here. He is not strong enough. He doesn't have long. He always knows what to do. And now he's lost. Lost forever. Doubting. Blinded. In this place. She did this to him. This place did this to him. Also, das zeigt ja auch nochmal, dass wir anscheinend sehr lange schon unterwegs sind. Senua klingt so vertraut mit allen dreien. Ist vom Storytelling her super schade, weil ich glaube, vom Storytelling her kann die Geschichte eigentlich so viel mehr. Ich hoffe, da kommt jetzt noch ein wahnsinnig geiles Boom-Ende, weil ich fand, es gab hier stellenweise Passagen so geil gemacht. Auch von der Erzählweise her richtig geil.
Maybe she can. Sometimes there are choices to be made. I can't. Which one are you going to save? What will you choose? Oh. Hm. Sorry, aber du hast mich einmal zu oft gemansplained. Yo, Astro. Alles gut, ich bin da. Ja, ich bin da. Gods, I thought I'd lost you again. We'll stay together now. She is a fighter. She can fight alongside you. We need to find Fagrim. Aber macht das jetzt einen Unterschied? Ne? Ich blende mich jetzt mal wieder ein. Das ist mir zu doof. Ich sehe den Unterschied gerade nicht. Warum haben wir den Dude noch nicht wieder... Ja, aber wo ist der andere Dude? Sag mal, wo ist Truxtur oder Trustor oder wie auch immer er heißt? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Das würde nicht helfen, wenn du es zu Borgavik hättest. Borgavik. Das klingt wie Essen. Na dann. We'll make it out of here. Come with me. Stay close. Irgendwie interessieren die sich auch nicht mehr für diesen Thorsten Dürr oder wie auch immer er heißt. Aber ohne den kommen wir schlecht an seinen Vater ran. Ich meine ja nur... Ah. Thorgista. Thorgista. Da seht ihr doch. Thorgista. His eyes are red. Does he been crying? Something has happened here. What's happened? What happened to you? Something. Er hat geweint. I think I saw. What did he see? Something changed. Something I had to do. What was it? What did he have to do? I didn't want to do it. He forced my hand. Oder was ist mit dem Pixel in seinem Gesicht los? A vision. No. It's nothing. Just tricks. Is it real? Oh, nothing is ever nothing. Let's leave this place. Sollte es jemals für PlayStation 5 rauskommen, freue ich mich jetzt schon darauf. Weil ich mir dann einfach um Grafik keine Gedanken mehr machen kann. Dann wird er bis zum Anschlag voll hochgedreht, wie es die Konsole hergibt und gut ist. Ich wette, versierte PC-Spieler unter euch wüssten, was ich alles einstellen müsste, damit es dann auch auf niedrig geil aussieht, aber ich weiß es eben nicht. Ob ich jetzt wirklich unterbewusst sofort nach links gegangen bin? Ich habe mal von irgendwem gehört, man geht immer da lang, wie man vom Schrei, also wie man, welcher Händler man ist. Also ich bin eigentlich ja Rechtshänder, habe aber auch eine Tendenz nach links. Warte, was? Und irgendwie seitdem gehe ich automatisch immer genau in die andere Richtung, weil kann ich. Ich kann es halt. So. Ich will mich nicht davon beeinflussen lassen, ob ich... Das hat mir gar nichts gebracht. Warte mal, ist vielleicht irgendwo ein Gesicht immer? Alles gut, kommt mit. Aber ja, ich finde es so irritiert. Also ich bin zwar... die meiste Zeit Rechtshänderin, aber wenn ich es zum Beispiel nicht merke, ich habe mal einen Moment gehabt, da habe ich nicht beim Essen einfach nicht drauf geachtet, dass ich das Besteck anscheinend verkehrt rumgenommen habe. Und meine Mutter meinte dann irgendwann, das ist schon eine Weile her, Schatz, was machst du da? Warum isst du wie eine Linkshänderin? Ich so, wie eine Linkshänderin? Und kaum, dass ich es mir bewusst geworden bin, konnte ich das auf einmal nicht mehr. Nein, beim Schreiben passiert mir das nicht. Ich könnte mit links schreiben, es sieht dann aber halt dementsprechend scheiße aus. Aber es sind so viele Kleinigkeiten. So, ich trage auch meine Uhr wie eine Linkshänderin. Man sagt ja immer, man trägt die Uhr an der Hand, die man nicht zu oft benutzt. Mich stört die an der linken Seite einfach nur. Deswegen habe ich sie rechts. How far now? We can see it from here. There. Borgavarki. Das sieht aber noch verdammt weit weg aus. All the signs she followed have led her here. Finally, so close to the heart of darkness.
the root of the fetid flower whose stench she tracked across the sea. A fortress she must break, not with sword and spear, but open eyes and strength of will. Also, das ist gar nicht da hinten. Okay. Bodies. Are they still? Yes. They're still alive. You can feel it. How could they? Suffering. Look. They are for the giant sacrifices. Monsters. Monsters, how can they? What is that? Make it stop, Senua. That is... You have to. Where we sacrifice the offerings. Monster. People. Þorgerðir. Yes. People. It's where you sacrifice people. People. It's where you tie them up and watch them die. Slowly release them. We have to rescue them. We'll go inside. I'll tell my father and he will cut them down. Light is fading fast. You can't just leave them. They're suffering. You can't. I'll stay there. Fagrim, can you please cut them down? So much suffering. Who's going in? The Ark know you. And Ostrider. They don't like you. I don't want to start anything before I've spoken to my father. You don't know yet, Senua. Okay. Just me and Thorgestr then. Tell him. They will help them. Rescue the people and keep them safe. We will. Yes. Yeah. We'll come back. But wait until we are inside. Der ist anscheinend voll auf unserer Seite. Wenn man bedenkt, wie es angefangen hat, ne? Ich weiß aber nicht, ob der Vater da so geil mitmachen wird. Glaube ich einfach nicht. Er ist halt noch jung. Also jung im Sinne von, ne? Sein Vater, ich weiß nicht, wie lange der die Scheiße hier schon macht. Ich habe das Gefühl, wir steuern gerade sehr hart aufs Finale zu. Frag mich nicht, warum. Weil ja, wir haben noch einen Riesen über, aber... Ich glaube nicht, dass der Vater da jetzt einfach so mitmacht. Vor allen Dingen, er bringt eine Frau mit, in der Zeit, die sagt, sie kann die Riesen besiegen. Das glaubt er uns niemals. Niemals wird er uns das glauben. Ja, er muss an seinen Vater glauben. Er hat bis jetzt, glaube ich, noch keinen Grund bekommen, nicht an ihn zu glauben. Oh, das ist süß von dir. Er glaubt wirklich, dass er was zu sagen hat. Naja. Ich vertraue dir, ich vertraue nur dem ganzen Rest auf der anderen Seite nicht. Me dead. Wie das klingt. Me dead. I would see you dead first often. He plays that game. He talks that talk. It is good to see you, my friend. She's with me. The others. You are safe with him. He is welcomed here. You are returning from here. Aber wenn der Vater nichts bestimmt, warum auch nicht, ne? Maybe you trust him. But do you trust the others? Nein, ich vertraue denen hier. Null. She has lost, and all she has to lose. They hear. All the names she carries on her heart, she remembers. This is the last son. His father's influence is strong. Your father's influence was strong. But he is not his father. You are not your father. You know what it's like to have a father like this. Das stimmt. You can show him the way. There is nothing you can do. Even if he wants to have changed, is it possible? You can help him. But can he help himself? You have to stay with the plan now. There's nothing you can do. There is no turning back now. But are you...
was auch immer unsere Stimmen uns noch zu sagen haben, ich würde sagen, wir werden beim nächsten Mal schauen, was mit dem Vater geht. Die Stimmen im Kopf von Senua haben es im Grunde ja schon gesagt. Dirk ist da, der Typ da. Ich krieg die Namen alle nicht hin. Der hat einen Tyrann als Vater. So, ich gehe davon aus, dass er ein Tyrann ist, weil wenn Senua sagt, der Typ ist wie ihr Vater. Und sie erkennt die Zeichen ja, weil sie unter so einem Menschen permanent gelebt hat. Dann ist der Typ wohl auch ein Tyrann und dann wird der sich ganz bestimmt nicht das Einzige, was ihm an der Macht hält, nämlich die Leute vor den Riesen zu beschützen, wegnehmen lassen. So, Senua oder sein, also der Typ da denkt, wenn er seinem Vater jetzt sagt, wir können die Riesen besiegen, es ist alles geil. Ja, aber warum ist der Typ denn an der Macht? Weil er behauptet, er beschützt die Leute vor den Riesen, indem er andere Leute opfert. Und wenn du aber auf meiner Seite bist, auf mich hörst, tust, was ich dir sage. Und das ist typisches Tyrannenverhalten. Dann bist du sicher. Du musst einfach nur dich mir ergeben und dann bist du sicher. Und ich glaube nicht, dass der Vater uns das so einfach macht und sagt, geil, nimm mir die Berechtigung meiner Existenz als Tyrann. Nimm sie mir ruhig weg. Habe ich kein Problem mit. Glaube ich nicht, dass der das machen wird. Ich glaube eher, dass der Senua sogar direkt weghaben möchte. Denke ich sehr stark, dass er Senua weghaben möchte. Denn sie gefährdet seine Macht. Die nämlich wirklich nur auf Legitimation von Angst dient. Zumindest wirkt es von außen so. Bin aber gespannt. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich befürchte, dass das Spiel dann nicht so vorhersehbar ist, wie es gerne sein möchte. Tyrannen ticken halt alle gleich. Und wenn man in Geschichte, wie ich, in der Antike, wo es sehr viele Tyrannen, es gibt auch in der heutigen Zeit sehr viele Tyrannen, sie verstecken sich nur anders. Aber in der Antike waren Tyrannen halt alle, die sind alle einem gleichen Muster gefolgt. Und das Einzige, was jeder Tyrann gemeinsam hatte, jeder Tyrann ist auf lange Sicht gestorben, weil er ein Tyrann war. Aber Tyrannen sind, wie gesagt, immer einem bestimmten Muster gefolgt. Und meistens war der Kontrollinstanz bei Tyrannen Angst. Und ich sehe das Muster hier. Ja, in aller Regel hattest du in der Realität keine Riesen, die dazu dienten und du hast deinem Volk Schutz geboten. Aber wir haben es in der Geschichte so oft gehabt, dass, weiß ich nicht, jemand von außen angegriffen hat und Tyrann gesagt hat, yo, kommt zu mir, ich schütze euch. Aber wenn du gegen mich sprichst, bist du tot. So, immer das gleiche Muster bei Tyrannen. Und die müssen am Anfang noch nicht mal Tyrannen gewesen sein, sondern sie haben dann Macht in die Hand gedrückt bekommen, sich selbst für die Heilsbringer gehalten und sind dann einfach falsch abgebogen. Ist auch oft genug in der Geschichte vorgekommen. Mal sehen, ich bin gespannt, was sie uns hier erzählen möchten. Habt einen schönen Tag und haut rein.